554 Läufer, 73 Firmen und LTV mittendrin. Am Donnerstagabend fand im Spreeauenpark der zweite DRK-Firmenlauf statt. Um es vorwegzunehmen, das LTV-Team hat mit einem fantastischen 41. Platz das Rennen beendet. Bestzeiten waren auch eher nebensächlich. Teamgeist und Spaßfaktor stehen ganz klar im Vordergrund. Ja, der Lauf war gut, es war ein bisschen anstrengend, aber gemeinsam sind wir gut durchgekommen, hat Spaß gemacht. Das macht einfach Spaß, mitzulaufen mit Gleichgesinnten, was ich 20 Jahre gemacht habe. Und mal 5000 Meter wieder ein bisschen schnell zu laufen geht schon. Ne? Habt ihr euch vorbereitet? Ich nicht. Die anderen sind gerannt, ja, aber ich nicht. Das heißt, was zählt, warum seid ihr mitgelaufen? Spaß, nur aus Spaß und aus Gaudi. Alle meine Mädels sind ins Ziel gekommen, manche hatten Angst, ob sie schaffen, aber sind alle da und glücklich und hat Spaß gemacht. 114, Sanseberg gewinnt! Spaß hatte auch das Team der Seniorenresidenz Sanseberg. An sie ging der Titel für das kreativste Kostüm. Die 5 Kilometer mit dem Rollstuhl waren für sie ein Klacks. Wir haben das in der Übung. Wir schieben täglich Rollstühle in unser Sanseberg Seniorenresidenz. Die DRK sieht ihren Firmenlauf als Sprungbrett. Er soll zu mehr Sport und Fitness animieren. Und wenn man sich unter den Teilnehmern umhört, klappt das auch ganz gut. Viele wollen im nächsten Jahr wieder mit dabei sein.